Du bist wahrscheinlich auch immer so auf der Suche nach einer Möglichkeit, dein Werkzeug günstig zu schärfen. Ob es jetzt Handwerkzeug ist oder zum Beispiel ein Kreissägeblatt von deiner Tischkreissäge. Da muss man immer schauen, wie macht man das Ganze wieder scharf, wer kann das eventuell tun und wie funktioniert das, wie kann ich das möglichst günstig tun. Mit dieser Thematik habe ich mich in der letzten Zeit schon sehr, sehr oft beschäftigt und speziell das Thema Hobelmaschine war mir immer sehr, sehr wichtig. Denn beim Hobeln ist es extrem wichtig, dass die Messer sehr scharf sind, weil sonst das Hobelergebnis immer blöd war und es einfach keinen Spaß gemacht hat, die Hobelmaschine zu benutzen. Hier sieht man ein paar Hobelmesser und da habe ich eine tolle Maschine, erst vor kurzem restauriert, damit ich die auch selbst schärfen kann. Das hier ist eine Hobelmesser-Schärfmaschine und die habe ich erst vor 2 Wochen restauriert. Das gab es in einem eigenen Video. Das verlinke ich dir oben rechts. Da gibt es, um genau zu sein, 2 Videos. Also die nächsten 2 Videos, die oben rechts verlinkt werden, sind Videos zu dem Bau von diesem kompletten Teil hier und die Restauration. Hier kann man die Hobelmesser einspannen. Man kann also bis 70 cm hier einspannen und kann das Ganze dann hier am Schleifstein vorbei bewegen. Und das läuft halt irgendwie noch nicht so richtig gut, da müssen wir gleich mal schauen. Wir werden die Messer nämlich dann auch danach direkt auch mal einbauen, denn die Messer, die jetzt derzeit hier drin sind, sind sehr, sehr stumpf. Also bleib auf jeden Fall am Video dran, wenn du sehen möchtest, wie wir die Messer schärfen, wie wir die Messer ganz genau einbauen. Und dann werden wir es auch noch testen, ob es auch am Schluss funktioniert hat. Zunächst müssen wir mal wieder schauen, ob das Ding auch richtig läuft. Denn gerade hat es schon so ein bisschen gehakt. Da müssen wir mal kurz gucken. Wir haben hier eine Schwalbenschwanzführung. Und hier hapert es halt immer noch so ein bisschen. Und es läuft einfach nicht so geschmeidig, wie es sein soll. Ich habe es jetzt die ganze Zeit mit so einem High-Performance-Öl probiert, mit so einem Sprühöl. Aber ich glaube, das löst irgendwie den Lack auf und deswegen werden wir es jetzt mal mit normalem Öl probieren. Ich finde es einfach so abgefahren, dass diese Maschine wahrscheinlich schon über 100 Jahre alt ist und dennoch funktioniert. Das bedeutet, sich dreht und dass sie überhaupt noch ganz ist. Ich habe mir erst vor kurzem hier so einen ganzen Satz Putzlappen bestellt. Da bin ich echt froh, dass die schon da sind. Denn jetzt kann ich hier das Ding mal echt gut sauber machen. Hier sehen wir auch die Schwalbenschwanzführung. Damit können wir so ein bisschen das Spiel einstellen. Aber die war die ganze Zeit eher so passiv hier eingebaut, denn ich habe gar keinen Druck aufbringen können. Ist das Teil direkt verkeilt und es ging gar nichts mehr. Bleib auf jeden Fall am Video dran, denn ich werde dir einen ganz, ganz guten Trick zeigen, wie du deine Hobelmesser auch ohne spezielles Werkzeug genau und gleichmäßig einstellen kannst. Ich habe das Öl erstmal komplett weggelassen, denn jetzt werden wir das einfach mal trocken ausprobieren. Und das läuft trocken jetzt schon besser als mit Schmierung. Jetzt werden wir einfach mal einen Tropfen Öl drauf geben und schauen, wie das dann so läuft. Das Teil läuft jetzt mal einigermaßen und ich werde jetzt mal wieder ein Messer einspannen. Kurz zum Messer an sich, das war der erste Schleifversuch, den ich noch bei dem eigentlichen Video gemacht habe. Das ist hier natürlich komplett für den Arsch. Das ist ganz blau angelaufen, hier ist es auch ein Stück zu tief geschliffen. Aber deswegen benutze ich auch jetzt dieses Teil wieder zum Testen. Hier befinden sich 2 Stellschrauben. Mit denen kann man so ein bisschen die Höhe einstellen, mehr schlecht als recht. Aber an dem Punkt müssen wir uns orientieren, wenn wir das Messer einbauen. Die Mutter mal ein bisschen lösen. Das Messer ist jetzt eingespannt und ihr hört schon, wenn wir das hier rüberschieben, dass das Messer auf der linken Seite zu weit rausgedreht ist. Deswegen müssen wir das hier jetzt ein bisschen runterbringen. Und das ist jetzt so ein bisschen Übungssache, dass man das möglichst schnell eingestellt bekommt, beziehungsweise möglichst schnell auch gut eingestellt bekommt. Beim Kauf habe ich die Bedienungsanleitung leider nicht miterworben, deswegen weiß ich nicht, wie genau man das eigentlich einstellen tut, aber ich denke mal, so ist das ganz okay. Das große Problem ist halt eben, dass ich derzeit noch so die Messer schleife, das bedeutet, in der Mitte nehme ich mehr Material weg als außen. Keine Ahnung, warum das derzeit noch so ist. Das sind dann manchmal wirklich so die Punkte, dass ich mal denke, komm, ich hole die ganze Maschine und bringe sie zum Schrotthändler. Vor der Kamera hat es nicht funktioniert und der Schliff vorher hat perfekt funktioniert.
Und jetzt, keine Ahnung, ist das Ding ein Stück nach vorne gerutscht und ich habe mir das Messer komplett versaut. Das ist auch komplett blau, also das ist kompletter Schrott jetzt. Ich probiere es jetzt mal mit einer anderen Technik, und zwar fahre ich ganz langsam an dem Stein vorbei, ich nehme halt noch weniger Material weg und ich greife nicht unter an den Griffen, weil ich glaube, dann verdrehe ich die komplette Führung jedes Mal. Gefühlt 2 cm vom Material weggeschliffen. Ja, wie gesagt, die Schneide hier, die ist blau geworden. Das ist nicht gut. Aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Von daher, this is what it is. Der Schliff an sich ist eigentlich ganz gut. Der Schliff ist sehr, sehr gleichmäßig. Das gefällt mir sehr gut. Nur, ob es dann halt am Schluss in der Maschine gut laufen wird, sehen wir noch. Hier sehen wir jetzt 3 geschliffene Hobelmesser. Wie gesagt, das hier sieht echt ganz, ganz schlimm aus. Das haben wir auch gerade noch mal ein bisschen schlimmer geschliffen. Aber hier die anderen beiden, die sind zum Glück ein bisschen besser geworden. Ich kann euch nicht sagen, was ich anders gemacht habe, dass das hier besser funktioniert hat. Ich kann es euch wirklich, wirklich nicht sagen. Jetzt zu den Hobelmessern. Woran erkennt man eigentlich, dass die stumpf sind? Hi Peter. Hallo. Du, ich kann schon 2 Flammen. Aber wie geil. Hast du ein Stück Abtritt, ne? Vom feinen Kuchen. Nee, da hat nichts drin. Woran merkt man überhaupt, dass die Hobelmesser stumpf sind und dass sie mal ausgetauscht werden sollten? Grundsätzlich, wenn ihr einen Nagel hobelt, dann habt ihr immer die Möglichkeit, die Messer so ein bisschen gegeneinander zu versetzen, dass ihr keine Riefen im Holz habt. Aber ich rede jetzt grundsätzlich von stumpf, wenn die Schneide stumpf ist. Das merkt ihr an ein paar Faktoren. Wenn ihr etwas abrichten möchtet und ihr extrem fest auf den Abrichttisch drücken müsst und das Holz immer noch so ein bisschen schlägt und vibriert, das ist ein Zeichen, dass es relativ stumpf ist. Dann, wenn ihr etwas auf Dicke hobelt und es extrem laut wird. Normalerweise sind die ja relativ leise, aber wenn das immer lauter wird, dann ist das auch so ein Zeichen, dass man die mal wechseln sollte. Auch wenn man jetzt hier so drüber greift, das ist noch okay, aber es ist nicht mehr gut. Deswegen tauschen wir sie jetzt mal. Um die Hobelmesser zu tauschen, bringe ich mir aber den Tisch herunter. Oh Gott, beinahe ist mir alles runtergefallen. Spanne den fest, das ist ganz wichtig. Und wir brauchen auf jeden Fall erstmal Platz, deswegen bringen wir das ganze Zeug hier erstmal rüber. Als erstes müssen wir die Spannschrauben lösen, mit denen also quasi der Keil auf das Messer gedrückt wird, damit wir das Messer auch rausbekommen. Als erstes nehmen wir jetzt das stumpfe Messer raus und dann können wir eben hier diesen Keil rausnehmen. Hier sehen wir 2 Stellschrauben, mit denen können wir die Höhe vom Messer justieren. Ich habe die Schrauben jetzt noch ein bisschen weiter von Hand reingedreht. Und jetzt können wir uns auch schon das Messer nehmen. Das passt jetzt hier genau rein. Und dann spannen wir erstmal die Schraube wieder ein bisschen vor, dass wir ein bisschen Spanndruck erzeugen. Wie können wir jetzt überprüfen, ob unser Messer in der richtigen Höhe ist? Wir könnten natürlich ein Stück Holz holen oder ein Lineal oder ein Messer. Also hier die mal ausgebaut haben und legen die hier drauf und kratzen unten drunter so vorbei. Aber das ist ein bisschen umständlich, habe ich bei den vergangenen Messerwechselaktionen gemerkt. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, das Ganze mit so einem Stahlwinkel zu machen. Dazu drehen wir das Messer ein Stückchen zurück. Wir stellen den Winkel mit der Spitze hier vorne über das Messer und dann drehen wir mal das Messer. Jetzt sehen wir auch schon so ein bisschen, dass wir mit dem Messer den Winkel nach vorne ziehen und sehen hier dann auch gleichzeitig, wie hoch wir den Winkel heben. Im Idealfall sollte die Höhe vom Winkel ganz, ganz minimal sein, denn es ist okay, wenn das Messer den Winkel einen halben Zentimeter nach vorne bewegt. Das hier ist jetzt in dem Fall noch zu viel. Also wenn wir den Winkel so ein kleines Stückchen nach vorne ziehen, ist das vollkommen okay. Dann können wir auch immer noch sehr, sehr genau hobeln, aber es darf halt eben nicht zu viel sein. Deswegen stelle ich jetzt erstmal das Messer wieder ein Stückchen nach unten. Wichtig ist es auch, dass wir das Messer ein ganz klein bisschen festziehen, damit es auch schon in der Endposition ist und später nur noch festgekeilt werden muss. Das hat halt eben zur Folge, dass wir das Messer runterdrücken müssen. Das machen wir hier einfach mit einem Stück Holz. Und dann können wir das einfach wieder kontrollieren. Messer ein Stückchen hinten. Das ist noch zu weit oben. Also noch ein Stückchen weiter rein. Danach schauen wir, dass wir uns in dem Bereich befinden, dass der Winkel sich minimal anlüpft.
Das suchen wir. Und das können wir jetzt an drei Positionen über dem Messer überprüfen, ob das auch der Fall ist. Und wir sehen ja auch, wenn wir den Winkel überall mit dem gleichen Abstand nach vorne ziehen, dann ist das sehr, sehr genau eingestellt. Also wenn wir den Winkel hier vorne 2 cm nach vorne drücken und hier nur 1 cm, dann ist es ganz offensichtlich, dass das Messer hier vorne weiter raussteht. Ihr könnt auch so ein bisschen drauf hören, denn wir hören jetzt hier so ein leichtes Schaben. Hier ist das Messer minimal tiefer eingestellt. Das ist aber okay. Das passt so. Und als nächstes spannen wir die Messer von innen nach außen. Warum von innen nach außen? Wenn wir es von außen nach innen spannen würden, hätten wir die Möglichkeit, dass die Spannung hier in der Mitte bilden würde. Und deswegen spannen wir von innen nach außen, damit die Spannung nach außen gleichermaßen weggedrückt wird. Der Vorteil bei dieser Dreimesserwelle ist halt jetzt auch eben einfach, dass wir mit drei Messern das Holz bearbeiten. Das bedeutet, wenn das eine Messer minimal tiefer eingestellt ist, haben wir immer noch zwei andere Messer, die die Arbeit dem anderen Messer abnehmen. Es darf natürlich nicht so extrem sein, weil sonst nutzen wir immer nur ein Messer ab und das wollen wir natürlich nicht. Und genau aus dem Grund schreibe ich mir auch ganz gerne neben die Messer, wenn ich die tausche, schnell mal die Nummer, was ich gerade gewechselt habe, damit ich nicht, wenn jemand reinkommt und mich stört, die Reihenfolge verliere. Jedes Mal, wenn ich die Hobelmesser getauscht habe, mache ich den Messerschutz einmal ganz runter, falls was wegfliegt, dass das halt nicht durch die ganze Werkstatt fliegt. Jetzt schalten wir die Maschine aber einfach mal an. Die Messer sind mal drin, also haben wir anscheinend keinen Fehler gemacht. Ich werde jetzt mal von rechts nach links ein Stück Holz abrichten, um zu schauen, ob wir irgendein Problem haben. Und da nehme ich euch jetzt noch mit. Vom Gefühl her fühlt sich das auf jeden Fall viel, viel schärfer an, als das es vorher war. Wir sehen auch, die Oberfläche ist echt gut und jetzt muss es auch nur noch rechtwinklig bzw. plan auf der gesamten Breite abrichten. Und das probieren wir jetzt einfach, indem wir den Anschlag Stückchen für Stückchen rüberbringen. Beide Teile sind gehobelt, die Oberfläche sieht super aus. Und wir sehen jetzt hier einen minimalen Spalt. Das bisschen, das kann man ganz, ganz einfach mit der Hand zusammendrücken und das hält der Leim auf jeden Fall. Und ja, das bedeutet, die Schärfmaschine funktioniert. Wir haben eine schön glatte Hobeloberfläche. Das Ganze hat gut funktioniert beim Abrichten. Auf dicke Hobeln wird es dann auf jeden Fall noch ein gutes Stückchen besser funktionieren. Und ich habe jetzt endlich eine Möglichkeit, meine Messer selbst zu schärfen. Bin ich unglaublich glücklich drüber. Wenn dir der Trick zum Hobelmesser einstellen gefallen hat, dann gib dem Video jetzt einen Daumen nach oben. Auf dieser Seite findest du jetzt noch zwei weitere Videos von mir auf meinem Kanal. Viel Spaß beim Anschauen.